Das Lansing-Produkt ist, denke ich mal, einigen bekannt. Einige kennen es vielleicht noch nicht, deswegen noch zwei Sätze dazu. Was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Live-System. Das bedeutet, das ist ein Betriebssystem, ein Linux, was ich nicht installieren muss. Ich kann das auf einem USB-Stick haben, ich kann den Stick in den Computer stecken, kann damit in der Schule arbeiten. Wenn ich fertig bin, fahre ich den Stick wieder runter, gehe nach Hause, stecke den Stick zu Hause in den Computer rein, starte den wieder und mache genau dort weiter, wo ich aufgehört habe. Und umgekehrt. Das heißt, wenn ich zu Hause was anfange, kann ich das in der Schule weitermachen. Und ich muss keinen Computer mit mir rumschleppen, sondern es reicht dieser 5-Franken-Stick am Schlüsselbund. Und ich muss auch keine Hardware mit mir rumtragen. Also kein Notebook oder kein Tablet, was dann im Turnbeutel ist. Und wenn man nach Hause kommt, der Turnbeutel in die Ecke geworfen wird und dann ein höherer Sachschaden entsteht, als wenn man seinen Schlüsselbund in die Ecke wirft. Jetzt ist es so, wir haben vor einem Jahr auch schon einen Lernstick-Vortrag gehabt. Wir haben diesmal wieder einen, weil wir sehr fleißig sind. Und mit wir meine ich jetzt nicht das Plurales Majestatis, dass ich mich jetzt irgendwie als Hoheit selbst anspreche, sondern mit wir meine ich wirklich eine echte Community. Und das freut mich unglaublich, dass ich heute auch, ich bin nicht allein, ich mache den Vortrag nicht allein. Ich werde kurz erzählen, was alles passiert ist in den letzten 12 Monaten. Und da ist eine ganze Menge passiert. Das erste ist, dass die Studierenden bei uns an der Hochschule für Technik teilnehmen an einem sogenannten Finnovation Award. Das ist die Firma Finova, das ist ein Finanzdienstleister. Und da sind sehr viele Absolvierende der Hochschule für Technik, die dort auch in dieser Branche dann anfangen. Und da gab es eine Gruppe Studierenden, die haben ein Lernstick-Projekt gemacht und sich dort beworben und haben tatsächlich auch einen Preis gewonnen. Es war zwar nur der dritte, aber es ist immerhin ein dritten Preis. Und die Software, die ist jetzt im Laufe des Jahres dann auch in den Lernstick eingewandert. Und zwar haben die das Willkommensprogramm neu geschrieben. Das ist das Programm, was zuerst startet. Wenn man das Lernstick-System zum ersten Mal aufstartet, dann hilft einem das auch sogar, die unfreie Software zu installieren. Man kann dann auch J'ai compris nachinstallieren und viele andere Sachen, die wir heute schon gesehen haben von Mario. Was haben die gemacht? Die haben auf einer Seite haben sie das Programm umgeschrieben von Java Swing zu Java FX. Das klingt jetzt alles recht technisch. Was das bedeutet, ist, dass die Oberfläche einfach viel moderner ist. Man kann sie auf Touchscreens bedienen. Sie wird hochauflösende Bildschirme, heißt Retina in der Apple-Welt, die werden dann unterstützt und so weiter und so fort. Also es ist eine viel, viel modernere Oberfläche. Eine zweite Sache ist dann für die Prüfungsumgebung relevant, und zwar lassen sich dort dann HTTPS-Verbindungen filtern. Das heißt, da wird die Verschlüsselung aufgebrochen und man kann dann anhand von regulären Ausdrücken festlegen, welche Webseiten in der Prüfungssituation zur Verfügung stehen können und welche nicht. Das heißt, man kann auf der Domäne der Universität irgendwo ein Moodle installieren und dann während der Prüfung nur das Moodle zum Beispiel freigeben und der Rest der Domäne bleibt eben unzugänglich. Ganz wichtig für verschiedene Prüfungssituationen. Was hat sich auch geändert? Die Speichermedienverwaltung. An der Stelle war ich tatsächlich der Übeltäter, dass das Programm, mit dem die Sticks vervielfältigt werden, aktualisiert werden und so weiter und so fort. Dort gibt es neu die Möglichkeit, ein sogenanntes SquashFS auf seinem System zu erstellen. Das bedeutet, alle Änderungen, die man am System macht, alle Anpassungen, die man am System macht, werden in eine einzige kleine Datei gespeichert. Und das hat dann Relevanz zu dem, was der Roman uns gleich erzählen wird, nämlich zu dem Prüfungsserver. Da lernen wir gleich noch was dazu. Eine weitere Ergänzung in der Speichermedienverwaltung ist das sogenannte Quick Install. In der Speichermedienverwaltung muss man meistens ganz viele Sachen auswählen. Man muss auswählen, wie groß soll die Austauschpartition sein, welches Dateiformat soll die Austauschpartition haben und so weiter und so fort. Und da sind viele kleine Einstellungen zu machen. Und wir haben in der Stadt Winterthur 7000 Sticks produziert. Und mit wir meine ich jetzt wieder die Leute aus Winterthur. Und das ist ein viel zu hoher Aufwand gewesen, dort jedes Mal sich durch diese Anwendung durchzuklicken. Und dieses Quick Install bedeutet, ich stecke die Sticks rein in den Hub, drücke auf Installieren und es geht los mit all diesen Settings, die man vorher ausgewählt hat. In der Prüfungsumgebung können wir jetzt Dateien verschlüsseln. Das bedeutet, man kann einen Prüfungsstick austeilen, auf dem ist die Deutschprüfung vom Vormittag drauf und die Matheprüfung vom Nachmittag. Nur, dass die Files verschlüsselt sind. Das heißt, wenn dann die Matheprüfung anfängt, muss man nicht neue Sticks austeilen.
Man kann die gleichen Sticks verwenden und wirft dann an die Wand das Passwort zur Entschlüsselung der Prüfung. Das ist unglaublich praktisch. Dann bei der Abgabe ist es so, es ist eigentlich recht schwierig, dort eine gewisse Rechtssicherheit herzustellen. Das heißt, man muss eigentlich abgegebene Dokumente digital signieren. Das heißt, man muss eigentlich mit Zertifikaten, mit Schlüsseln arbeiten. Es ist alles recht kompliziert. Es ist eine technisch große Hürde. Es ist für Studierende oder Schülerinnen und Schüler auf der Gymnasialstufe eine große Hürde, sich irgendwie mit Zertifikaten und Schlüsseln zu beschäftigen. Die haben schon Stress genug mit der Prüfung. Da wollen die nicht noch Stress mit irgendwelcher Technik haben. Und deswegen besteht jetzt die Möglichkeit, auf den Dateien rechte Maustaste, Eigenschaften anzeigen, dann wird der Fingerabdruck der Datei angezeigt und es muss nur noch dieser Fingerabdruck der Datei auf den Zettel geschrieben und unterschrieben werden. Und dann besteht eine gewisse Rechtssicherheit, dass das Dokument, was dann der Lehrer korrigiert, auch das ist, was der Schüler oder die Schülerin abgegeben hat. Dann haben wir festgestellt, in Winterthur bei so vielen Anwendern lernt man sehr, sehr viel. Wir haben festgestellt, dass die Tools zur Paketverwaltung, zur Softwarepaketverwaltung unter Linux doch recht schwierig zu bedienen sind. Deswegen haben wir einen Wrapper geschrieben, der vor dem Start der eigentlichen Paketverwaltung erstmal versucht, alle Updates zu beenden, die im Hintergrund laufen. Normalerweise kriegt man auf dem Linux-Desktop einfach nur eine Meldung, du kannst das Programm gerade nicht starten, weil da ist jemand anders gerade beschäftigt. Und die Meldungen sind dort schwer verständlich. Dann, was auch immer das Problem ist, ich starte das Tool zur Paketverwaltung, will ein Programm installieren und das sagt mir, das ist in der Version gar nicht mehr vorhanden. Weil man muss erst manuell vorher die Paketinformationen aktualisieren. Das haben wir auch erledigt mit unserem Skript. Dann, was wir auch gemerkt haben, ist, wenn jetzt jemand gewisse Tools einfach so beendet, dann kann es passieren unter Linux, dass die Paketdatenbank kaputt ist. Dann muss man auf der Kommandozeile das reparieren. Erklären Sie das meiner Hauswirtschaftslehrerin. Entschuldigung, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist typischerweise so, dass nicht IT-affine Lehrpersonen dann völlig überfordert sind, wenn man irgendwie auf die Kommandozeile verweist. Das machen wir also auch automatisch. Und was wir jetzt auch machen können, wo wir auch ein bisschen vor und zurück hatten, ist, dass man Updates automatisch installieren kann. Da wird dann vielleicht noch jemand aus Winterthur ein paar Details dazu erzählen. Funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn man sich auf die freien Softwarepakete beschränkt. Wir hatten dann da auch ein paar kleine Probleme. Eine weitere Sache, die wir gemacht haben, ist der Umstieg auf Debian 9 und auf 64-Bit. Und wir haben jetzt eine ganze Menge neuer fantastischer Software dabei. Wir haben das erste Mal jetzt ein Softwarepaket, das heißt GNOME Software. Das bedeutet, wir kommen das erste Mal so halbwegs in die Richtung von Softwareverwaltung, wie das Nutzer gewöhnt sind auf anderen Plattformen. Also dieser App-Store-Gedanke, dass ich dort Screenshots habe, eine Beschreibung, eine Bewertung und alles sowas. Und dass wir nicht hochkomplexe Software verwenden müssen, um mal ein Programm zu installieren oder zu aktualisieren oder zu deinstallieren. Eine weitere Sache, die wir gemerkt haben, die ganz wichtig ist, ist die PDF-Darstellung und Bearbeitung. Wir haben leider relativ viele Formulare aus Gemeinden in der Schweiz, die dann nur mit dem Acrobat Reader funktionieren. Freie Software funktioniert dort leider nicht wirklich gut. Und eine brauchbare Alternative ist der Master-PDF-Editor. Der Master-PDF-Editor ist kostenlos, aber er ist nicht frei im Sinn von frei verteilbar, freie Software. Es ist kein Quelltext da und so weiter. Wir haben mit der Firma, die den Master-PDF-Editor verkauft, einen Vertrag gemacht, dass wir das vorinstallieren dürfen. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach für die Lehrperson auf dem Lernstick mit PDF-Formularen, mit den ganzen dynamischen Formularen auch zu arbeiten, ohne dass sie selbstständig noch irgendwelche Software nachinstallieren müssen. Eine weitere Sache ist Signal. Das ist weckend Signal schon als Kommunikationsplattform. Wow, nicht so viele. Unbedingt anschauen. Also das ist der Ersatz für WhatsApp oder Threema. Ist die einzige mir bekannte Anwendung, die wirklich ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau hat und Open Source ist und steht eben für fast alle Plattformen zur Verfügung. Und die haben eine Desktop-App. Das heißt, man kann auf dem Desktop dann Messaging benutzen. Eine weitere App ist der Mediathek-Viewer. Da kann man aus den öffentlichen Mediatheken Videos abonnieren, runterladen und so weiter. Also alles offene Inhalte, Open Content. Eine weitere Sache ist NitroShare, die dazugekommen ist.
Das ist eine Software, die es erlaubt, im lokalen Netzwerk auf ganz, ganz einfache Art und Weise Dateien auszutauschen zwischen Schülerinnen und Schülern, von Lehrpersonen zu Schülern und umgekehrt. Es reicht einmal Drag and Drop auf einen Ordner und die Datei wird verteilt im lokalen LAN. Wir brauchen also keine Cloud-Lösung, um Dateien in der Klasse auszutauschen. Das ist wahnsinnig einfach. Eine weitere Sache sind die Jupyter Notebooks. Das sind praktisch interaktive Webseiten zu sehr vielen verschiedenen Themen. Programmieren, Animation, physische Simulation und so weiter. Eine ganz fantastische Sache. Ist aber, wie man schon sieht, vielleicht eher etwas für die Sekundarstufe. Gesundheit. Eine Sache, die für die Primarstufe interessant ist, ist SonicPy. Und zwar ist das eine Software, die vereinigt die zwei Themen Musik und Informatik. Wir programmieren Töne und Tonabfolgen und Dynamiken. Es ist eine ganz, ganz spannende Sache und unbedingt einen Blick reinwerfen. Jetzt ist es so, wir haben wieder Studierende dieses Jahr, die ganz fleißig am Lernstick mitmachen. Eine Gruppe, die arbeitet daran, den Stick zu verschlüsseln. Das bedeutet, die Verschlüsselung so einfach zu machen, dass es auch wieder, ich sag mal, die Hauswirtschaftslehrerin und auch die Primarschülerinnen bedienen können. Also unsere Aufgabe ist es, komplexe Sachen ganz einfach zu machen. Und dann kann man den Stick verlieren und man hat nur 5 Franken Stick verloren und nicht seine Daten, dass die in falsche Hände geraten. Eine weitere Sache, die eine andere Gruppe von Studierenden gerade bearbeitet, ist die Prüfungsaufsicht. Das heißt, wenn man mit Bring-Your-Own-Device-Geräten und dieser Lernstick-Prüfungsumgebung arbeitet, dass man dann nicht immer achten durch den Raum laufen muss, um zu gucken, dass die auch wirklich noch an der Prüfung arbeiten oder ob die schon wieder neu gebootet haben, dann wird über so eine Software die Bildschirminhalte werden dauerhaft auf einer Station von einer Lehrperson gebeamt. Und eine Sache, auf die ich mich ganz besonders freue, das ist der Prüfungsserver. Da wird jetzt der Roman, hat noch 3 Minuten, glaube ich, noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, guten Tag. Ich bin hier, um kurz 5 Minuten ein bisschen Werbung für unser neuestes Projekt zu machen. Das ist der Prüfungsserver GLaDOS. Das ist eine ähnliche Idee, wie Ronny hatte mit der Lernstick-Prüfungsumgebung. Einfach wollten wir eine zentrale Instanz haben, wo man die Daten der Schüler, die sie produzieren während der Prüfung, ständig heruntergeladen werden, ständig gebackupt werden, dass, falls ein Gerät mal abstürzt, nichts verloren ist. Und es soll auch nichts auf dem Gerät des Schülers drauf sein, keine Prüfung, und auf dem USB-Stick soll auch nichts drauf sein. Das war so das Ziel. Ja. Das heißt, wir haben ein Web-Interface basierend auf PHP gebaut. Da hat dann jeder Lehrer halt ein Login, womit er sich authentifizieren kann und seine Prüfungen ansehen. Und ich gehe das jetzt mit Ihnen kurz durch, wie das aussehen könnte, wenn man so eine Prüfung erstellt, zum Beispiel einen Aufsatz. Sagen wir wollen das, was da auf dem Bild ist. Also wir wollen nur ein PDF drauf haben, wo die Prüfungsfragen drauf sind oder das Aufsatzthema, und ein Ordner Hand-in, wo der Schüler dann seine Ergebnisse platzieren soll. Falls es eine relativ simple Prüfung ist, wie das jetzt, dann können wir einfach ein ZIP-File mit der Ordnerstruktur erstellen, mit solch einer Ordnerstruktur und diesen Dateien drin, und das hochladen auf den Server. Da erstellen wir eine neue Prüfung über ein Formular. Und falls es komplexere Prüfungen sind, falls man zusätzliche Tools installieren oder deinstallieren muss, gibt es die Möglichkeit, so ein Image-File zu generieren. Das hat Ronny vorhin kurz erwähnt. Das ist dieses Squash-FS-File-System. Das kann man dann als Prüfung stattdessen hochladen. Dann zu jeder Prüfung, die will man vielleicht mehrere Male durchführen oder mit 20, 30 Schülern gleichzeitig. Dann kann man sogenannte Tickets, wir nannten die Tickets, erstellen. Ein Ticket ist quasi die Authentifizierung zur Prüfung für einen Schüler. Die kann man einzeln oder mit ganzen Klassenlisten erstellen. Und das ist so ein Beispiel, wie so ein Ticket aussehen könnte. Das ist dann so ein A4-Blatt. Da steht die Prüfung drauf, da steht dieser Token da in der Mitte drauf, der Name und noch so ein Barcode. Dieser Token ist die Authentifizierung, der ist einmal gültig für genau diese eine Prüfung.
Und jetzt zeige ich Ihnen schnell, wie das auf der Client-Seite dann aussehen würde, wie so eine Prüfung durchgeführt wird. Man bootet mit dem Lernstick, mit der Prüfungsumgebung des Lernsticks. Die ist konfiguriert dazu, dass sie einen Prüfungsserver im Netz sucht. Sobald sie einen gefunden hat, gibt es so eine Token-Abfrage wie dieses kleine GIF da unten. Da gibt man den Code ein, der Server überprüft, ob alles richtig ist, und dann wird der Download dieser Image-Datei ausgeführt, auf den Client geladen und alles drumherum eingerichtet auf dem Client. Bootet das Gerät sozusagen neu. Es ist nicht ein ganzer Reboot, so eine Art halber Reboot. So. Das dauert so 30 Sekunden bis eine Minute, und dann sollte man in dem sich da wiederfinden, quasi in der Prüfung. Ja. Dann während den Prüfungen soll eigentlich alles vom Server aus erledigt werden. Der macht automatische Backups, das kann konfiguriert werden, in was für Intervallen die laufen sollen. Wir haben auch daran gedacht, falls der Schüler vergisst, seine Daten zu speichern in regelmäßigen Abständen, werden solche Screenshots von seinem Bildschirm erstellt, und die sind auch Teil des Backups. Die Prüfung kann vom Webinterface auch überwacht werden natürlich, und falls das Client-System, das könnte immer mal wieder passieren, falls das mal crasht, muss man eigentlich gar nichts machen, man muss einfach neu starten, das Gerät neu starten und die Prüfung wieder neu booten, genauso wie ich das hier beschrieben habe mit diesem Token, und man kriegt dann automatisch die aktuelle, jetzt bin ich so, ja, man kriegt dann automatisch wieder die aktuellste Version des Backups zurückgespielt. Und sobald die Prüfung vorbei ist, die Abgabe der Resultate, habe ich auch so eine kurze Animation, wie das dann aussieht. Man klickt auf dem Desktop auf Finish, sagt ja, ich will wirklich. Und der Server macht dann noch ein letztes Backup. Alles, was von jetzt an passiert, ist nicht mehr Teil der Abgabe. Und sobald das Backup durch ist, fahren wir die Maschine herunter. Das ist dann das Ende der Prüfung. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Wir haben noch die Resultate jetzt. Die müssen wir ja irgendwie aus dem Server rauskitzeln sozusagen. Die sind auf dem Server, das sind zwar in Form der Backups. Und wir haben so ein Interface gebaut, um die Resultate zu filtern. Denn normalerweise backuppen wir das ganze Home-Verzeichnis. Oder man kann konfigurieren, was man alles backuppen will. Und da sind in der Regel sehr viele Profildateien oder Systemdateien noch dabei, und die brauchen wir nicht. Wir brauchen im Prinzip nur, was in diesem Hand-In-Ordner ist. Und in diesem Webinterface kann man dann zum Beispiel filtern, dass man nur das haben will oder nur Word-Dokumente und solche Sachen. Und das generiert einem dann eine ZIP-Datei mit einer Ordnerstruktur, Schülername und dann der Inhalt seiner Abgabe. Das kann man auf dem eigenen Gerät dann entpacken und korrigieren. Ja, die Korrektur der Prüfung läuft immer noch im Prinzip genau gleich wie früher. Die kann man ausdrucken natürlich und den Schülern physikalisch wieder zurückgeben. Aber wir unterstützen auch, dass man es digital korrigieren kann. Also man bearbeitet die Dokumente mit einem Office-Tool oder so, speichert die wieder in der Ordnerstruktur, macht wieder so ein ZIP-File und lädt das wieder hoch auf den Server, und der Server verteilt das wieder auf die Schüler, welche dann mit ihrem Token, den sollten sie immer noch haben, können sie ihre Resultate ansehen. Ja, das waren im Prinzip die Keynotes, die ich versucht habe rüberzubringen. Wir wollen Prüfungen auf Schülergeräten machen mit der Lernstick-Prüfungsumgebung. Die ladet die Prüfung vom Server. Die Prüfung bleibt nur im REM. Der Server erledigt den Rest. Und die Resultate sind auf dem Server. Genau, das war's. Sie finden uns auf GitHub oder auf der offiziellen Imedia-Seite. Die aktuelle Version ist 1.0.3, und die Manuals, wie man das Zeug installiert und verwendet, finden Sie auch alles auf der GitHub-Seite. Danke. Tausend Dank, Roman.
Ich habe noch zwei andere Gäste mitgemacht, das tut mir leid, ich bin schon ein bisschen über der Zeit, aber ich möchte die Chance gerne noch nutzen. Wir hatten letztes Jahr Peter Somm und Werner Heiniger dabei. Die haben kurz vorgestellt, was sie planen, und es gab ein paar Lessons Learned in Winterthur. Wir haben 7000 Anwender dort, lernt man eine ganze Menge. Wir werden jetzt ein paar Höhen und ein paar Tiefen, ehrliche Rückmeldung aus Winterthur hören. Danke. So, also wir waren vergangenes Jahr schon hier. Die einen können sich erinnern, die anderen waren da vielleicht nicht hier. Und jetzt bin ich da noch ein bisschen. So, wir haben eine Strategie. Die, die letztes Jahr hier waren, können sich vielleicht an dieses Bild erinnern. Die Strategie ist Keep it stupid simple. Wir werden immer weiter wollen, die IT-Umgebung für die Schüler und Schülerinnen, aber auch für die Support-Infrastruktur so einfach wie möglich halten. Alles Komplizierte ist irgendwie einfach totgeweiht. Das können wir nicht handeln. Nicht, weil wir zu dumm sind, glaube ich, sondern einfach, ja, zu viel Aufwand. Da sind wir eben auf den Lernstick gestoßen und wir haben mit Ronny viel diskutiert und schlussendlich uns für dieses Lernstick-System entschieden. Wir hatten bis dato Windows als Betriebssystem und das sah alles sehr, sehr gut aus. Wir haben viele Tests gemacht, das hat gut funktioniert. Und jetzt, ein Jahr später, wollen wir auf 4 Punkte zurückkommen, die wir damals auch schon aufgeführt haben, und zeigen, was daraus geschehen ist. Wir haben ein paar Highlights erlebt in den vergangenen 12 Monaten und auch ein paar Irrtümer durchgezogen. Und dann, das Letzte, ich habe es wiederholt, ist auf die letzte Folie, WLAN ist tricky. Wenn Sie da reingehen, Lernstick oder Linux, dann schauen Sie sich die WLAN-Geschichte wirklich gut an vorhin. Oder nehmen Sie das Kabel. Und wenn Sie mobile Geräte nutzen wollen, dann macht WLAN sehr viel Sinn. Viel mehr als Kabel. Und dann schauen Sie, welches WLAN-Modul ist verbaut in dem Gerät. Nehmen Sie das vielleicht in die Spezifikation rein. Schauen Sie, mit welchen WLAN-Access-Points Sie arbeiten, und testen Sie das, bevor Sie die Geräte auf der einen und oder auf der anderen Seite bestellen. Das war unser wirklich größtes. Also WLAN hat sich eigentlich als großes Highlight entpuppt. Vor einem Jahr hatten wir noch große Bedenken, dass WLAN ein Problem sein würde, aber nichts davon. Also eigentlich haben wir uns da geirrt, trotzdem ist es ein Highlight. Die Abdeckung ist gut. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, im Schulzimmer kein Problem in der hintersten Ecke. Die Performance ist gut, man kann mit 20 Schülern gleichzeitig im WLAN herumturnen. Kein Problem. Und ja, das ist ein Highlight. Das sieht so aus. Die Schüler arbeiten mit dem Lernstick auf diesen Notebooks. Sobald sie fertig sind mit Arbeiten, fahren sie das Gerät runter, geben das Notebook weiter, den Lernstick behalten sie bei sich, und das nächste Kind übernimmt das Gerät, startet mit seinem Lernstick wieder auf. Der große Vorteil des Lernsticks, man kann ihn auch auf anderen Geräten aufstarten. Wir hoffen, das geht auch zu Hause. Es ist nicht immer ganz einfach, das haben wir unterdessen gemerkt, aber die Idee ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Daten und eben auch das Betriebssystem ständig bei sich und zur Verfügung haben. In der Praxis sieht es dann vielleicht so aus, dass die Sticks von der Lehrerin, vom Lehrer verwaltet werden und eher bei den größeren Kindern die Schüler mehr Verantwortung übernehmen für die Verwaltung des Geräts, eben in Form des Lernsticks. Da haben wir uns ein bisschen getäuscht.
Das war bei uns in Winterthur auch ein politisches Statement. Jeder Schüler kann in der Schule arbeiten, standortunabhängig, kann zu Hause arbeiten und so weiter und so fort. Das in der Schule standortunabhängig funktioniert gut. Das finden die Kinder auch, Primarschulkinder, finden auch super cool, dass sie ihren eigenen quasi Computer haben, dass sie mit dem irgendwo arbeiten können. Zu Hause haben wir einfach viel zu große Probleme. Bootreihenfolge etc. 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 Das kriegt man fast nicht hin. Und Matthias hört das nicht so gern. Am besten geht es auf iMac-Geräten, oder? Das ist ganz einfach dort und ist eben standardisiert und so weiter. Windows-Geräte oder die klassischen Windows-Geräte, das ist einfach mühsam. Jedes Gerät ist wieder ein bisschen anders. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht und so. Das ist ein Lowlight, wirklich. Also Daten sollen in der Cloud gespeichert werden und nur ausnahmsweise lokal auf dem Stick. Gewisse Dinge, da konnten wir, wollten wir nicht anders. Office 2010, Sie haben es vorhin gesehen, bald auch Office 2013, was uns gewisse Vorteile, große Vorteile bringt im Zusammenspiel mit der Cloud, also mit Office 365. Wir haben aber auch die Lernwerkstatt übernommen. Das ist ein Windows-Programm. Und das Ganze betreiben wir unter Wine. Und das funktioniert wirklich fast perfekt. Mindestens gut. Ich habe das Glück, dass ich von Highlights sprechen darf. Die Cloud ist in den Schulen gut angekommen. Die Schulen arbeiten sehr gerne mit Office 365. Zum Teil sogar viel zu gerne, weil sie dann mit Ideen an uns herantreten, die man noch nicht verwirklichen kann oder wo wir auch keine Ahnung haben. Aber die Schulen haben Freude daran, vor allem auf der Ebene Lehrpersonen. Office über Wine, da gibt's gewisse Dinge, die nicht so gut funktionieren, aber auch mehr oder weniger sind wir sehr zufrieden mit Office. Beim Drucken, da müsste man noch tiefer darauf eingehen. Aber das mache ich jetzt nicht. Meine größte Sorge am Anfang des Projekts war, wie kommt das bei den Leuten an? Sprich bei den Lehrpersonen. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist quasi, bei uns ist es quasi eine alte Dampflokomotive, die kaum mehr den Berg raufkommt, wird ersetzt durch ein anderes eisenbahnähnliches Gefährt, das einen unbekannten Namen trägt. Und ich habe große Bedenken gehabt, dass das bei den Leuten gut ankommt. Wir hatten 3 Pilotschulen und ich darf heute sagen, außer bei einer Schule, die vor allem mit dem WLAN-Problem hatte, ist das bei allen Lehrpersonen relativ problemlos. Ja, da haben wir uns leider geirrt letztes Jahr. Also die Akzeptanz ist okay, aber es gibt auch einige Leute, die haben große Probleme mit dem Lernstick. Und wir können sagen, auf Schülerebene ist der Lernstick sehr gut, sehr praxistauglich und die Kinder arbeiten gut damit, das läuft gut, aber auf Lehrpersonenebene läuft es weniger gut. Also synchronisieren mit Office 365 hat mit einem Stick von 32 Gigabyte keinen Sinn. Das ist das eine. Und wir hatten auch ein bisschen Pech. Ursprünglich war vorgesehen, dass man den Lehrpersonen ein eigenes Gerät in die Hand drückt. Aber die Politik hat das noch ein bisschen zurückgestellt, aus begreiflichen Gründen. Das heißt, die Lehrpersonen müssen auch ihre Vorbereitung mit dem Lernstick tätigen. Und das ist nicht immer ganz so toll. Also viele Leute sind nicht so begeistert. Also wir können sagen, auf Lehrpersonenebene, tja, da haben wir uns geirrt. Auf Schülerebene sind wir sehr zufrieden. Und auf Lehrpersonenebene sind wir daran, Verbesserungen zu machen.
Okay. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Rückmeldung. Eine Minute noch. Der Landstick ist bisher an der Fachhochschule Nordwestschweiz hier bei eMedias entwickelt worden. Das hat wie dieses Gebäude, das sehe ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, steil gestartet und dann irgendwann wusste die pädagogische Hochschule nicht, was sie da so richtig mit anfangen sollte. Das hat so ein bisschen zu Fragezeichen geführt und im Endeffekt wurden die Ressourcen immer knapper und mein Gemütszustand sah dann irgendwann so aus. Es stand im Raum, das in eine Firma, in einen Spin-off, in eine GmbH zu wechseln. Und jetzt, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Tinder nicht aus, aber ich glaube, nach links wischen ist, wenn man das nicht mehr will. Ne? Wir machen das jetzt neu ab 1. an der Uni Bern, an der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit, zusammen mit dem Matthias und seinem Team. Das heißt, dort ist der Gemütszustand ungefähr so und bei mir wird es dann hoffentlich auch wieder so aussehen und ich denke, wir bauen dort ein gutes Dreamteam auf. Ganz herzlichen Dank.